150 Jahre Aufführungsgeschichte hat Giuseppe Verdis Don Carlos auf dem Buckel. Doch angestaubt ist die Oper eine explosive Mischung aus politischer Freiheitsbewegung und historischem Familiendrama kein bisschen. Erst recht nicht, wenn sie so bildgewaltig in Szene gesetzt wird wie von Regisseur Roland Schwab. Der hat für seinen Don Carlos am Saarländischen Staatstheater eine ganz eigene Bildsprache gefunden. Ich glaube, das Setting ist sehr besonders. Ich transferiere das aus monumentalen Palazzi heraus und lasse es zu einem Roadmovie werden mit einem gecrashten Auto. Menschen sind auf der Flucht voreinander, Menschen werden in Suizid getrieben. Menschenbeziehungen crashen gegeneinander, dafür ein dynamisches Bild zu finden. Also eine haltlose Titelfigur Don Carlos auf der Flucht in den Selbstmord. Schwab erzählt die Geschichte in einer Rückschau, aus der Perspektive des sterbenden Don Carlos, der auf der Flucht verunglückt und sterbend auf dem Asphalt liegen bleibt. Vor seinem inneren Auge ziehen noch einmal die Ereignisse der letzten Tage und Wochen vorbei. Schwab und sein Bühnenbildner Piero Vinciguerra haben surreale, an einen endlosen Albtraum erinnernde Bilder kreiert. Ein dunkler Tunnel als Symbol für Enge und Ausweglosigkeit. An Hölle und ewige Verdammnis erinnernde Krater, die im Asphalt aufbrechen. Ein wahrer Opernthriller, dessen Bilder auch nach dem Theaterbesuch im Gedächtnis bleiben.